Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Zurzach Care. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Der Skirennfahrer Urs Kriebühl hat erst gerade sein grosses Trauma von seinem schlimmen Unfall in Kitzbühel überwunden und war gut in der Saison unterwegs. Und dann, am 27. Januar, hat er wieder einen schlimmen Unfall. Er muss mit der Rega ins Spital geflogen werden und wird sofort operiert. Er zieht sich eine Beckenverletzung zu, eine sogenannte Symphysensprengung, ein Unfall, wie es zum Beispiel am Töfffahrer haben. Wie es einem Skifahrer aus Untereiberg heute geht und wie er seine Zukunft sieht, das erfahren Sie im folgenden Beitrag. Der Sahara-Staub sorgt für eine unwirkliche Atmosphäre an dem Tag, wo wir den Urs Kriebühl in Untereiberg besuchen. Während die letzten Skirennen der Saison stattfinden, humpelt der Abfahrtsspezialist den Hügel darauf. Für den 28-Jährigen ist das zurzeit ein Fortschritt. Ja, es ist wirklich schon ein extrem grosser Schritt, sage ich jetzt erst, dass wir nur die Krücken auf die Seite tun können, dass ich einfach wieder normal spazieren kann. Der Speed-Spezialist Urs Kriebühl ist am 27. Januar im Europacup Super-G in Saalbach-Glemm schlimm gestürzt. Die Bilder nimmt ein Trainer mit dem Handy auf und sind bis jetzt noch nie veröffentlicht worden. Der Urs Kriebühl hat die Aufnahmen bis jetzt auch selber nicht gesehen. Gut, da noch Urs. Sorry. Es ist doch schon einiges passiert und irgendwo habe ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich das nicht schon wieder anschauen. Ist es gut. Du weißt wirklich, es hat auch einen hohen Klopf gegeben, als ich dort im Tor hängen geblieben bin. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt auch verarbeiten muss, mit dem wieder umzugehen können. Das Geräusch, habe ich das Gefühl, habe ich jetzt noch in den Ohren, wo es tätscht. Im ersten Moment habe ich das Gefühl, es sei die Torstange gewesen. Im zweiten Moment oder nachher habe ich das Gefühl, es könnte auch meine Hüfte gewesen sein, die so tätscht hat. Das sind so Sachen und Trauma, wo man einfach Zeit geben muss und das vorzu so ein bisschen verarbeiten. Nach dem Unfall wird der Sportler mit der Rega in die Hirslanden Klinik in Zürich geflogen und sofort operiert. Der Professor Marius Kehl ist der Chirurg, der den Eingriff gemacht hat. Open-Book-Verletzung heisst der Beckenbruch, der passiert ist, weil die sogenannte Symphyse, Knorpelverbindung, vorne bricht und das Becken aufklappt wie ein Buch. Die Gefahr bei diesen Open-Book-Verletzungen ist, dass es zu schweren Blutungen führen kann, weil es hat Venen bei den Symphysen vor der Blase und daneben aber auch Venen und Arterien um die Iliosakralgelenke und die können verreissen und das kann zu massiven Blutungen führen. Also man kann an einer schweren Open-Book-Verletzung verbluten. Beim Eingriff hat man die Symphyse mit einer Zange zusammengefügt. So sind auch die Iliosakralgelenke wieder enger geworden. Dank einer Platte mit Schrauben ist die Symphyse wieder anatomisch korrekt befestigt mit 6 Schrauben. 6 Wochen später ist die Beckenverletzung nicht mehr so im Vordergrund. Die sollte gut ausheilen. Aber der Urs Kriebühl ist nachdenklich. Seine Karriere war ein Auf und Ab mit Weltcup, Podestplätzen in Bormio und Val d'Isère, aber auch grossen Tiefschlägen. Der schlimmste bisher war in der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel, wo er mit 147 Stundenkilometern im Zielsprung stürzt. Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch, Kreuz- und Innenband gerissen im Knie. Der Rennfahrer kämpft sich nach dem Horrorsturz voller Zuversicht zurück an die Spitze. Er trainiert, er überwindet den Sturz mit einem Mentaltrainer und am 24. Januar von dem Jahr überwindet er sich und fährt Unglücksstrecke wieder. Er wird 24. Und dann, eine Woche später, kommt der Unfall in Saalbach. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich schon gerade ein bisschen in ein Loch gehabt. Es hat mich extrem mögen, einfach weil es so viel Energie investiert worden ist. Du hast so viel geschafft und gemacht dafür, dass du wieder an diesen Punkt kommst und dann ist das weh. Ja, aber es sind so viele Emotionen dort an dem Tag in Kitzbühel gsi. Ich noch brüllend im Zimmer, weil es so, wie hat mich so aufgewühlt und gleich bin ich eigentlich. Ich habe mich gefühlt wie ein Sieger, als ich ins Ziel gekommen bin. Das Resultat war mir eigentlich egal gewesen. Ich
beim Ziel und ich habe gewonnen. Ich habe gejubelt und ich war einfach froh, dass ich das so abschliessen konnte und das geschafft. Auch den ganzen Weg. Aber es hat so viel gebraucht, um wieder dort hinzukommen. Und dann nachher eben, dass nachher die Woche später ist wie eine, ich sage jetzt, wie eine Faust in die Fresse, ist wie eine, wow, also eben, es ist so ein bisschen, pff, und jetzt gerade ist es so ein bisschen, ja, nicht eine Leere, aber es ist so schwierig, weil man gleich auch weiss, was es braucht, um wieder an so einen Punkt hinzukommen. Und ja, jetzt muss ich schon tief irgendwo nühlen, sage jetzt erst, dass ich da die Motivation finde, um den Weg wieder zu machen. Ob es ein Comeback gibt mit der Sportkarriere, kann der Urs Kriebühl jetzt noch nicht sagen. Spätestens im Sommer müsste er das Training dafür wieder aufnehmen. Jetzt geht es aber zuerst darum, wieder gesund zu werden. Das wär schon wieder von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Im Beitrag haben Sie Ausschnitt gesehen vom Dokumentarfilm «Fahrtwind – Zurück ins Starthaus». Der Film von Urs Kriebühl ist entstanden nach seinem Unfall in Kitzbühel. Wenn Sie den möchten schauen möchten, dann finden Sie bei uns auf der Homepage den Link dazu. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Zurzach Care.